Betreibung eines Stromnetzes ist eine ziemlich komplexe Sache und die Herausforderungen werden in der Zukunft nicht geringer. Darüber sprechen wir jetzt mit Benny Gottschalk. Sie betreuen in Kooperation mit der Stadtwerke Jena Gruppe das Projekt Jenergy Real. Jenergy Real ist ein Forschungsprojekt, wo technische Lösungen im Reallabor untersucht werden sollen. Ein virtuelles Kraftwerk ist im Grunde genommen wie ein großes Kraftwerk. Ich habe ganz viele einzelne Erzeugeranlagen, PV-Anlagen, vielleicht einen Elektrolyseur und habe einzelne Verbraucher, Elektromobilität, Wärmepumpen und so weiter. Und diese werden alle intelligent miteinander verbunden, damit man ein virtuelles Kraftwerk daraus entwickeln kann. Wir wollen quasi Lösungen aufzeigen, wie diese Energiewende für den Bürger spürbar voranschreiten kann. Zur Energiewende ist erstmal die Energieeinsparung Schlüsselfaktor. Wir haben in Vorläuferprojekten, auch hier in Jena, bereits aufzeigen können, dass in einem Mehrgeschosswohnbau nur durch diese thermischen Dinge bis zu 30% tatsächlich eingespart werden können. Das ist das große Ziel auch vom Jenergy Real, eine Blaupause zu sein, auch für andere Städte diese Energiewende durchführbar zu machen.